The Lord is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if He came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Eine Welt in Not. Wir harren auf Licht, siehe, so ist's finster. Auf Helligkeit, siehe, so wandeln wir im Dunkeln. Viele lesen in der Bibel und können doch ihre wahre Bedeutung nicht verstehen. Überall auf der Welt blicken Männer und Frauen wehmütig zum Himmel. Gebete, Tränen und dringende Fragen steigen auf von Menschen, die sich nach Licht sehnen, nach Gnade, nach dem Heiligen Geist. Viele stehen schon an der Schwelle des Reiches und warten nur darauf, eingeheimst zu werden. Überall gibt es Leute, die innerlich nach etwas rufen, das sie nicht haben. Sie sehnen sich nach einer Macht, die ihnen die Herrschaft über die Sünde gibt, eine Macht, die sie von den Fesseln des Bösen befreien wird, eine Macht, die ihnen Gesundheit, Leben und Frieden geben kann. Viele, die früher einmal die Kraft des Gotteswortes gekannt hatten, leben jetzt dort, wo Gott nicht anerkannt wird, und sie sehnen sich nach der Gegenwart Gottes. Die Welt braucht heute dasselbe, was sie vor 1900 Jahren brauchte: eine Offenbarung Christi. Das erfordert eine große Umgestaltungsarbeit. Nur durch die Gnade Christi kann das Werk der Wiederherstellung körperlich, geistig und geistlich vollbracht werden. Nur durch die Methode Christi können Menschen wirklich erreicht werden. Der Heiland mischte sich unter die Menschen als einer, der ihnen nur Gutes wünschte. Er zeigte ihnen sein Mitgefühl, ging auf ihre Nöte ein und gewann ihr Vertrauen. Dann bat er sie: Folge mir. Wir müssen uns persönlich dafür einsetzen, den Menschen ganz nahe zu kommen. Wir sollen mit den Weinenden weinen und uns mit den Fröhlichen freuen. In Verbindung mit der Macht der Überzeugung, der Macht des Gebetes und der Macht der Liebe Gottes wird und kann dieses Werk nicht fruchtlos bleiben. Mit Verstand begabte himmlische Wesen warten nur darauf, mit den menschlichen Werkzeugen zusammenzuarbeiten, damit sie der Welt zeigen können, was aus Menschen werden kann und was durch die enge Gemeinschaft mit dem Göttlichen zur Rettung von Menschen bewirkt werden kann, die kurz vor dem Untergang stehen. Unbegrenzt ist die Brauchbarkeit eines Menschen, der sein eigenes Ich beiseite schiebt, dem Wirken des Heiligen Geistes Raum gibt und ein Leben führt, das voll und ganz Gott hingegeben ist. The Lord is coming. Are you ready?